Hallo zusammen, ich bin Simon Meier und heute möchte ich euch etwas über die Fußchakra-Massage erzählen und die dazu passende Ausbildung, die wir bei uns in der Vaivamus Gemeinschaftspraxis und Schule für ganzheitliche Heilmethodik, Medialität und freie Lebensgestaltung anbieten. Damit ihr nichts vergesse, was ich euch erzählen möchte, habe ich hier einen Spickzettel gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich ab und zu ein bisschen dort spinzle. Fußchakra-Massage, so wie wir sie bei uns in der Praxis seit 2005 anbieten und auch seit 2010 ich sie weitergebe als Ausbildnerin, ist ursprünglich von der Bernadette Sutter, die mit mir zusammen die Praxis leitet, entwickelt wurde. Sie ist vor vielen Jahren auf ein Grundgerüst gestoßen, auf eine Idee aufmerksam worden, wo der Zusammenhang zwischen den Fußchakren und den innerkörperlichen Energiezentren aufgezeigt hat. Zusammen mit der geistigen Welt hat sie dann über Jahre hinweg das entwickelt und die sogenannte Fußchakra-Massage ist als Metamorphosebehandlung geboren gewesen. Das war im Jahr 2005, wo sie angefangen hat, die Ausbildung anzubieten. Und ich habe die Technik, so wie ich sie heute auch weitergebe, bei der Bernadette Sutter gelernt. So wie auf dem Bild dargestellt, findet man an den Füßen energetische Entsprechungen zu den Chakren, also Energiezentren, die sich entlang der Wirbelsäule in unserem Körper befinden. Vielleicht kennt ihr ja die Fußreflexzonenmassage. Dort nützt man den Bezug von den Meridian zu den Organen im Körper und kann so mittels einer Druckmassage in den Organen bestimmte Wirkung erzielen oder den Meridianfluss harmonisieren. Wir bei der Fußchakra-Massage brauchen dazu absolut keinen Druck und das ist eine ganz sanfte Möglichkeit und Methode, um den Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Unsere Chakren und Energiezentren die sind feinstofflicher Natur und in ihrem Informationsfluss sind sie verbunden einerseits mit dem physischen Körper, den Organen in uns innen und allen Kreisläufen, aber auch mit den feinstofflichen Ebenen, wie im Bereich der Gefühle, vom Denken und vom Wahrnehmen. Innerhalb von unserem Körper befinden sich 7 Hauptchakren, die ganz bestimmten Bereichen zugeordnet sind. Die Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist, die kennt man aber schon seit Urzeiten. Und so kennst du vielleicht auch die Aussagen, die wir noch immer wieder brauchen. Mir ist etwas über die Leber gekrochen oder ich habe ein komisches Gefühl im Bauch. Vielleicht auch, was hast du denn auf dem Herz, wenn man jemanden fragt, wo es nicht gut geht. Es ist also eine Tatsache, dass unsere Gefühle, unsere Gedanken, unseren Körper und unsere Handlungen beeinflussen. Das passiert natürlich in beide Richtungen. Das heisst, wenn wir uns im Körper nicht wohlfühlen, dann hat das einen Einfluss auf unsere Gefühls- und unsere Gedankenwelt. Natürlich besteht diese gegenseitige Beeinflussung im Negativen, wie aber auch im Positiven. Und da finde ich das eine gute Nachricht. Weil so ist es möglich, dass wir uns immer wieder bewusst oder unbewusst für etwas Positives, für einen Weg entscheiden können, der uns gut tut. All diese Informationen sind auf verschiedenen Ebenen von unserem ganzen Wesen gespeichert. Und so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit wir uns wohlfühlen und unseren Weg gehen können. In der Metamorphosebehandlung der Fußchakra-Massage gehen wir den Weg über die Energiezentren. Sie sind ein guter und leichter Türöffner und bieten einen objektiven, neutralen Zugang zu unserem ganzen Wesen. Körperlich, seelisch und geistig. Und weil sie alle Ebenen beeinflussen und all diese Ebenen gegenseitig miteinander kommunizieren, ist es ideal, um den Körper, die Seele und den Geist in Einklang zu bringen. Vielleicht fragst du dich jetzt, für was soll der Einklang gut sein? Mir geht es ja gut, ich habe ein gutes Leben,
mir gefällt alles. Und ja, auch wenn der Körper oder die Gedanken oder die Gefühle manchmal ein bisschen durcheinander sind, ist das nicht so eine tragische Sache. Also, alles, was du im Laufe deines Lebens erlebst, beeinflusst deine Entwicklung. Du wirst geboren, du wachst, du bildest dich, du lehrst, du begegnest Menschen und du machst schöne und weniger schöne Erfahrungen. Wir Menschen und alle Wesen sind ein göttliches Wunder. Und darum haben wir Kräfte in uns, die immer darauf bedacht sind, dass wir im Gleichgewicht sind. Es gibt sogenannte Überlebensstrategien, um mit schwierigen Erfahrungen fertig zu werden. Und so reiht sich Erfahrung an Erfahrung. Wir lernen daraus und wir entwickeln uns weiter. Aber manchmal kommen wir an einen Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass es nicht mehr weitergeht. Oder wir wissen nicht genau, in welche Richtung wir gehen sollen. Unser Leben kann auch einmal aus den Fugen geraten. Oder unser Körper streikt und produziert Krankheit um Krankheit und wir fragen uns, woher das nun kommt. Es kann auch sein, dass wir uns einmal einen Frühlingsputz wünschen, auf energetischer Ebene, einfach zum Alts können loslassen, zum Platz schaffen für neue Impulse. Und vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du dir sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte das Bestmögliche aus mir und meinem Leben rausholen, aber ich weiss noch nicht so genau, wie es aussehen soll und wo das hingehen soll und vor allem, was für Potenzial in mir überhaupt verborgen sind. Und für all diese Sachen kann unsere Fußchakra-Massage ganz eine gute Idee sein, weil sie genau diese Ebenen alle miteinander verbindet. Fußchakra-Massage ist absolut schmerzfrei und eine energetische Behandlung, die aber alle Ebenen mit einbezieht. Und gerade weil sie eben auf allen Ebenen spielt und wirkt, spielt sie keine Rolle, warum dass du dich entscheidest für so eine Behandlung oder warum dass du die Ausbildung gerne machen möchtest. Wie ihr in diesem Video seht, wird mit langsamen, kreisenden, sanften, druckfreien Bewegungen geschaffen. Weil es sich um eine feinstoffliche Ebene handelt, ist kein Druck nötig, nur die Schwingung. Bewegung ist es, was zählt.
In der Fußchakra-Massage arbeite ich ganzheitlich. Das heisst, ich tue alle Ebenen und Sinn mit einbeziehen und unterstütze das mit entsprechenden Hilfsmitteln. Die verschiedenen Ebenen möchte ich euch jetzt vorstellen. Das erste ist natürlich die Fußmassage selber. Die sanften, kreisenden Bewegungen, die ihr im Video schon gesehen habt, die beruhigend, entspannend und gleichzeitig ganz kraftvoll alle Ebenen miteinander verbinden. Hier neben mir sehen wir ein paar von unseren Essenzen, beziehungsweise alle die, die ich jeweils verwende, während einer Fußchakra-Massage. Als Beispiel habe ich jetzt die Ebene vom Herzchakra gewählt. Hier haben wir unser Massageöl. Es ist ein Konzentrat, das wir selber herstellen, je nachdem mit verschiedenen Grundlagenöl. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was du dir wünschst, als der das Öl verwendet in der Fußchakra-Massage. Oder wir stellen es individuell und intuitiv zusammenstellen. Hier drinnen hat es nur natürliche Essenzen. Ein Grundlagenöl, ätherische Öl und auch energetische Informationen, die das Ganze unterstützen. Das Massageöl tut einerseits die Haut nähren und es erleichtert auch die Bewegungen. Weil manchmal ist die Haut an den Füßen ganz trocken. Und dann würde man ohne Öl hängen bleiben und stolpern. Und damit das ganz sanft und leicht geht, das kennt ihr sicher auch von anderen Massagen, brauchen wir das Öl dazu. Die Wirkstoffe von dem Öl, die dringen direkt in die Haut hinein. Das hilft dem Körper, sich zu erden, weil es ein ganz physisches ein Öl ist, ein Produkt, das ganz gut bödelt. Gleichzeitig hilft es aber auch, mit den energetischen Essenzen den Geist zu öffnen und frei zu werden. Wie schon gesagt, passt sich das Basisöl den Bedürfnissen von jedem an, der die Massage will geniessen. Durch das, dass es ein Konzentrat ist, kannst du selber auch noch ein eigenes Öl brauchen, das du gerne hast zum Massieren oder wo du, je nachdem, was der Kunde, der zu dir kommt, oder du, der zu mir kommst, auch für Bedürfnisse hat. Als zweites stelle ich euch unsere Meditations-CD vor. Klang ist etwas, wo Gedanken zur Ruhe kommen lassen, wo schwingig ist und wo uns hilft, loszulassen, zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig auch hier alle unsere Ebenen zu öffnen, um das loszulassen, was wir möchten, loslassen und das annehmen, was zu uns kommt. Die Meditations-CD, die hat Daniel Sutter komponiert. Er ist spiritueller Musiker und macht ganz Haufen so ganz wundervolle Musik. Die CD und die Musik schwingen auf 432 Hertz. Das ist die Schwingung, die der Urklang von der Erde und vom Universum ausmacht. Und durch das macht es uns ganz einfach, während dieser Fußchakra-Massage auch in die Entspannung, in die Einheit vom grossen Ganzen einzutauchen. Des Weiteren brauchen wir auch Aromaessenzen. Auch hier als Beispiel die Aromaessenz vom Herzchakra. Die Aromen der Prisma-Essenzen sind natürlich. Und Duftessenzen grundsätzlich, die aktivieren das limbische System. Beziehungsweise das limbische System ist das Zentrum, das über Duft uns erinnert an Erfahrungen, an Wahrnehmungen, aber auch an unseren Ursprung. Durch das, mit diesen Duftessenzen, können wir über die Erinnerung, über die Wahrnehmung ganz viele Sachen loslassen und auch hier uns öffnen für das, was als Potenzial möchte, sich zeigen. In unserem Körper, in den Zellerinnerungen sind all unsere Erfahrungen gespeichert. Damit wir diese Zellerinnerung öffnen und aktivieren und auch die drinnen gespeicherten Erfahrungen loslassen und transformieren, für das brauchen wir unsere Blütenlichtessenzen.
Die ursprüngliche Idee haben wir von den Bachblüten, den klassischen. Wir stellen aber unsere Blütenlichtessenzen selber her. Sie sind also frei von jeglichen Informationen, energetisch, die sich über die Jahre auch angesammelt haben. So können wir in dieser Zellerinnerung Sachen aufstöbern, aufweichen und sie können losgelassen werden, wo der Körper und dein ganze Wesen nicht mehr braucht. Auf der rein feinstofflichen Essenzen arbeiten wir mit unserem Prisma Meister Lichtwasser. Es sind Informationsträger von Lichtinformationen, von aufgestiegenen Meistern, von Planetenenergien und ganz, ganz vielen göttlichen, geistigen Ebenen. Die Informationen, die hier drin sind, die richten sich immer genau nach dem, wo der, wo sie anwendet, auch brauchen kann. Das hier ist jetzt der Meister Hilarium. Er steht für die Herzebene, für den Herzraum, der weit werden und offen werden. Er steht aber auch für Selbsterkenntnis, für die Weisheit und für das Weitergehen im Leben, für den eigenen Raum und für den eigenen Platz im Leben. Mit unseren Chakra-Potenzialkarten tun wir uns bei jeder Fußmassage auf die entsprechende Ebene fokussieren, wo wir dann noch die Essenzen ebenfalls dazu brauchen. Die Chakra-Potenzialkarte ist eine Symbolkarte, die als Dimensionstor funktioniert. Das heisst, sie öffnet den Bereich und gleichzeitig wirkt sie wie ein Filter, so dass all das, was losgelassen werden möchte, darf losgelassen werden und aber auch göttliche Impulse und Informationen, neue geistige Impulse dürfen einfließen. Sie aktivieren auch das ganz ureigene Chakra-Potenzial und helfen damit zu entdecken, wer man wirklich ist oder was man in dem Moment, wo man gerade dran ist, auch braucht. Zur Stabilisierung der Chakrasäule setzen wir auch unsere Chakra-Energiekugel ein. Auch hier haben wir das Symbol vom Chakra-Potenzial drin. Und die grüne Kugel ist auch hier für das Herzchakra als Beispiel. Wir brauchen diese Kugel als Hilfe zur Ausrichtung von Erdenstern zum Lebensplan. Das heisst, dass wir während unserer Fußchakra-Massage ein stabiles Feld aufrechterhalten können, damit der oder du in dem Moment, wo die Fußchakra-Massage geniesst, ganz loslassen kann und ganz eingebettet ist in die Energie der göttlichen Geborgenheit. Was ich hier noch dabei habe, ist das Aroma-Lichtessenz vom Erzengel Raphael. Vielleicht seht ihr es auch im Hintergrund. Da hängt ebenfalls der Erzengel Raphael. Das ist aber wirklich ein Zufall, das sehe ich nämlich erst jetzt in diesem Video, dass er mich hier im Hintergrund ebenfalls gerade noch ein bisschen den Rücken stärkt. Ein Erzengel-Aroma-Lichtessenz kann man immer einsetzen, dort, wo man zusätzliche Heilung, zusätzliche Impulse möchte. Es ist eine Möglichkeit, die in der Fußchakra-Massage einzusetzen, ist aber nicht zwingend nötig. Über meine Intuition und Medialität funktioniere ich während der Fußchakra-Massage wie ein Dolmetscher für dein feinstoffliche Sein. Ich kommuniziere während der Fußmassage, was ich wahrnehme, so dass du das, was dein Körper sagt, auch verstehst. Und du über dein Herz und deinen Verstand zu einer Erkenntnis gelangst. Durch das Verstehen kann Heilung geschehen auf allen Ebenen. Das heisst, während dieser Fußchakra-Massage wird manchmal geschwätzt. Und manchmal ist es auch ganz still. Alle unsere Produkte, die ich euch vorgestellt habe, die werden liebevoll von Hand hergestellt von uns und sind ein Ergebnis von der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Wir lassen uns immer wieder führen, wenn ein Impuls zu uns kommt und haben durch das jahrelange Erfahrung. Und wir wenden diese Essenzen auch sehr erfolgreich an. Das Ergebnis von so einer Fußchakra-Massage kann sich wirklich sehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
wie man sie anwenden kann. Als einmaligen Ausgleich kann sie helfen, sich zu zentrieren, alle Ebenen miteinander zu verbinden und zu harmonisieren, so dass die Kommunikation zwischen den feinstofflichen Ebenen und dem Körper wieder gestärkt wird. Und sie ist ideal für zwischendurch, für eine Auszeit, wie ein Wellnessangebot. Ganz, ganz zurück zu dir findest du in dem Moment. Am wirkungsvollsten und nachhaltigsten ist natürlich der Zyklus. Den Fußmassagezyklus setzt man wirklich als Metamorphose ein. Es ist eine Verwandlung zu deinem Besten von dir selber. Schritt für Schritt baust du dein Energielevel auf, lässt alte Lasten los und kommst mehr und mehr in deine Kraft. Gerade bei sehr tiefgreifenden Themen ist ein Zyklus sehr wertvoll und kann lebensverändernd sein. Immer dort, wo man zum Beispiel immer wieder an die gleichen Sachen hinkommt, dort macht es Sinn, zum da mal mit einem Zyklus alles rauszuräumen, was nicht nötig ist und wieder einmal alle Ebenen ins Gleichgewicht zu bringen. Während einem so einem Zyklus, der besteht aus 8 Sitzungen, wo jedes von den 7 einzelnen Hauptchakren speziell behandelt wird. Und jeweils ist es mit der feinsten Schwingungsfrequenz verbunden, so wie ich euch das bei der Prisma Essenz vorgestellt habe. In der letzten 8. Begegnung wird dann die gesamte Chakrasäule so ausgerichtet, dass das bestmöglichste Potenzial zum Vorschein kommen kann. Das heisst aber nicht, dass du nichts spürst oder erst nach Abschluss von diesen 8 Mal. Jede Sitzung, jede Behandlung, jede Begegnung ist wie ein Steigenlaufen. Ein Schritt nach dem anderen, eine Stufe nach der anderen. Und am Schluss die 8. tut das Ganze abrunden. Es ist wie wenn du die Stegen aufgehst auf eine Aussichtsplattform und von dort den Blick rundherum hast, um alles herum. Für so einen Zyklus setzt du dir etwa 5 Monate Zeit geben. So, dass man im Abstand von ca. 2-3 Wochen den ganzen Zyklus durchgehen kann. Wenn ich dich jetzt also lustig gemacht habe, selber eine Fußchakra-Massage zu geniessen, dann melde dich bei mir. Vielleicht hast du dich jetzt aber auch damit auseinandergesetzt, dass es eine Technik ist, die du gerne möchtest anbieten. Vielleicht schaffst du schon im Bereich von Körpertherapie, Massage oder auch ganzheitliche Heilmethodik oder energetisches Arbeiten. Es kommt gar nicht darauf an. Die Fußchakra-Massage ist wirklich eine Technik, die alle Ebenen miteinander verbindet. Auch wenn du interessiert bist an so einer Ausbildung, dann melde dich doch bei mir. Du findest die Informationen auf unserer Webseite. Und wenn du noch mehr Fragen hast, dann melde dich auch. Ich bin da und gebe dir gerne Antwort. Per E-Mail oder per Telefon, was dir lieber ist. Auf unserer Webseite www.wimamus.ch findest du auch noch ganz viele Informationen dazu über mich oder über Bernadette und was wir sonst noch anbieten und was unsere Herzensangelegenheit ist und wir wirklich aus tiefstem Herzen gerne machen. Danke vielmals, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Ich freue mich auf deinen Kontakt.